Wir sind hier eine Zeit lang in Maria Trost. Einer der Pointen von Maria Trost ist, dass das bis 1930 die Gemeinde Völling war. Es gibt auch jetzt noch eine Gemeinde Völling. Und 1930 haben also die Völlinger Bauern sich durchgerungen, ihre Gemeinde nach der Wallfahrtskirche zu benennen, auf die sie zwar immer stolz waren, aber sie waren eben Völlinger Bauern und das war also dominant für sie. 1938 ist ein großer Teil von Völling, damals schon Maria Trost, nach Graz gekommen und ein kleiner Teil blieb dann draußen. Maria Trost wird natürlich in Beziehung gestellt zur Wallfahrtskirche, wurde betrieben vom Paulinerorden und war ein illegaler Wallfahrtsort, so ein Ort Medjugorje der Religionsgeschichte der Steirischen, während also der Kalvarienberg in Graz gelegen ist, war auch ökonomisch wichtig und gleichzeitig also legal war und die Pilgerfahrten sind dann vom Dom über Maria Hilf, über den Kalvarienberg nach Straßengl gegangen. Das war also die eine Variante. Die andere war also, dass sich Maria Trost als Wallfahrtskirche durchgesetzt hat. Und wenn wir den Terrassensporn hier also anschauen, die so herausragende Lage von der Kirche lässt vermuten, aber man kann es nicht beweisen, dass also hier schon viel früher irgendein religiöser oder politischer Bezugspunkt in der ferneren Geschichte war. Aber wenden wir uns jetzt der näheren Geschichte zu und vor allem hier bei den Bildern der roten Straßenbahn. Keine politische Aussage, aber die Wagen waren also rot bepinselt und kurz vor 1900 gab es also eine elektrische Linie, die offiziell eine Kleinbahn war, die von der Zinzendorfgasse Ecke Glacis über den Hilmteich zum Fuß des Wallfahrtsbergs Maria Trost gegangen ist. Und die wurde also initiiert von der Baumeisterdynastie Franz. Gleichzeitig, etwas später erst elektrifiziert, hat es also die Grazer Verkehrsbetriebe, die eine Kohlmannsche Gründung sind, gegeben. Und die Pointe ist, dass also die rote Tramwei auf der einen Seite hätte weitergeführt werden sollen, weit über die Oststeiermark und irgendwo auf die Südbahnlinie in Semmeringnähe angeschlossen werden sollen, aber sie hat ja geändert bei der Kirche und dass sie also auch nach Graz hinein wollte. Und das war der Plan, dass diese Maria Troster Kleinbahn dann beim Burgtor hereingeht und es ist nicht zustande gekommen, aber die Fiktion, dass zwei private Straßenbahnunternehmungen sich konkurrenzierend in der Grazer Innenstadt bewegen, ist also eine faszinierende Unsinnsidee, ist eh nicht zustande gekommen. Gleichzeitig kann ich hier vorführen Straßenbahnvorscheine, die zu zig Millionen im Laufe der Jahrzehnte verkauft wurden, aber wer hebt einen entwerteten Straßenbahnvorschein auf? So gesehen muss man ja auch heute bei eBay und Ähnlichen ersteigern. Und hier ist also das jeweilige Netz mit den jeweiligen Stationsnamen recht interessant abgebildet. Ein Detail davon, auf das ich hinweisen möchte, ist etwa die Straßenbahnerinnen, die also sowohl im Ersten als auch im Zweiten Weltkrieg die an der Front seienden Männer ersetzen mussten, konnten, durften. Ganz nett hier ein verschüchtertes Mädel auf einer Streckenkarte aus dem Jahr 1934 mit dem kurzen Nachdenkprozess, was wohl aus diesem Mädel geworden ist. Lebt sie noch? Wie geht's ihr? Das ist das Schicksal, das man mit unbenannten Personenfotos immer wieder dem begegnet. Was ist aus diesen Leuten geworden? Aber nun wieder zu Maria Trost. Ich denke an die Reithalle, die kurze Zeit hier in der Straßenbahnremise sich befunden hat. Ich denke an das Tramwei-Museum, das sich jetzt hier an der Endstation Maria Trost befindet. Und wir haben hier auch zu sehen, auf der einen Seite auf der Platte, wo vor Jahrzehnten noch richtiger bäuerlicher Betrieb war, abgesehen also von der Stephaniewarte und wo also beispielsweise in Kreuzbach hier und Maria Grün und anderen Orten Gasthöfe waren. Hier als Beispiel der Gasthof zum Kalten Brunn. Um 1900 kann man erkennen, mit Uniformen, mit großen Garderoben der Damen,
dass das damals ein beliebter Ausflugsort war. Überhaupt, also man mit der Straßenbahn bis zur Endstation gefahren ist und dann gewandert ist zu bestimmten Gasthöfen, zu bestimmten Attraktionen, die Rettenbachklamm, die Wallfahrtskirche, all das war gerade in Maria Trost von besonderem Interesse. Nicht bebaut war bis in die letzten Jahrzehnte die Talsohle des Maria Troster Bachs. Warum? Weil so alle 10, 20 Jahre hat es dort ein Hochwasser gegeben. Das haben die Bauern gewusst, nicht unbedingt die Siedlungsplaner der letzten Jahrzehnte, aber irgendwie sind sie damit im Laufe der Vergangenheit und Gegenwart auch fertig geworden. Weiter in Maria Trost, wir haben hier einen recht netten Blick auf die Bauarbeiten bei der Kapelle St. Johann, die wir hier sehen, und das war also in den 30er bis 40er Jahren noch ungefestigte Landstraße und da wird gerade wieder frisch geschottert. Weiter hinaus kommen wir in Maria Trost etwa auf die Platte mit ihrer Aussichtswarte, jetzt also ziemlich eng schon verbaut. Ein anderes Bild führt uns in das Dorf Wenisbuch, das in den 80er Jahren noch ein reines Bauerndorf war, hat zwar politisch natürlich zur Gemeinde Graz gehört, aber war so ganz anders organisiert als etwa die anderen innerstädtischen Bezirke. Ein Bild hier weist uns darauf hin, dass also kriegsgefangene Russen im Ersten Weltkrieg hier im Bergbau eingesetzt waren. Maria Trost und Bergbau, ja, es hat also einige kleine Bergbaue in Maria Trost gegeben. Und wenn die Weltmarktpreise oder die Kriegsnot hier also das verlangt hat, wurde also hier gearbeitet, unter anderem mit Hilfe der Kriegsgefangenen, die hier auch ihre Orden zeigen. Das Josefschlößl hier mit dem Josefsbad, mit dem Seppelbad, ist wieder einer dieser vorstädtischen Bäder, die also lange Bezugspunkt für die Bewohner waren und hier die Herzen für Alt-Maria Troster höher schlagen, wenn man ihnen dieses Reizwort gibt. Eine interessante Geschichte ist die etwas eigenartige Beziehung zwischen dem Baron Graf Ebing und Leopold von Sacher-Masoch. Graf Ebing war ein besonderer Arzt der Psychiatrie, einer sehr frühen Psychiatrie, und hatte in Maria Grün ein privates Sanatorium, und er befasst sich unter anderem, was damals neu war, legal und offiziell mit Sexualität und findet hier eine sexuelle Variante, die eigentlich alle schon vorher kannten, aber er erfindet einen Namen dafür und bedient sich da des Namens seines universitären Kollegen, Dozent auch an der Grazer Universität, wo er Professor war, Leopold Sacher-Masoch, und so entsteht der Begriff des Masochismus. Sacher-Masoch war damals ein Pionier einer neueren, ungebundenen Literatur. Heute sind seine süßlichen Geschichten mit einem Hauch von Sexualität bei weitem nicht mehr so aufregend, wie sie vielleicht früher einmal waren. Im Maria Trostertal selbst sind in den letzten Jahren einige Siedlungen entstanden, und gerade die Faszination, in Maria Trost zu wohnen, war für viele Grazer die Entscheidung von ihnen und ihrer Genossenschaft, hier zu Hause zu sein.